Herzlich willkommen zur Vorstellung der Studie Marktdesign für einen sicheren, wirtschaftlichen und dekarbonisierten Strommarkt. Erstellt hat die Studie, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, Enervis Energy Advisors, ein Beratungsunternehmen, das sich schon sehr lange mit dem Thema Kapazitätsmärkte, Kapazitätsmechanismen befasst, und zu Gast heute hier bei uns Julius Ecke. Hallo Herr Ecke. Und im Auftrag gegeben wurde die Studie von Zukunft Gas. Ich begrüße unseren Vorstand Tim Kehler. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Charlie Grüneberg. Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Zukunft Gas. Wir werden das Ganze heute wie gewohnt als Zoom-Konferenz durchführen. Wenn Sie Fragen im Verlauf der Veranstaltung haben, worüber wir uns natürlich freuen und was wir sehr begrüßen würden, dann nutzen Sie bitte die Handhebefunktion oder schreiben Ihre Frage in den Chat. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und sie ist im Nachgang dann auch abrufbar. Um den zügigen Ausbau gesicherter Leistung anzureizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, werden wir bestehende Instrumente evaluieren sowie wettbewerbliche und technologieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten prüfen. So steht es im Koalitionsvertrag vom Dezember 2021. Und schon da hat die Ampelregierung angekündigt, dass das Thema Strommarktdesign einer Lösung bedarf. Das war auch für uns Anlass, Enervis mit dieser Studie zu beauftragen. Und eigentlich sollte noch in diesem Jahr eine Plattform klimaneutrales Stromsystem konkrete Vorschläge entwerfen. Doch der russische Angriff auf die Ukraine hat diesen Prozess wie so vieles zunächst verzögert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Thema dann Mitte Oktober wieder nach vorne geschoben, als er in seiner Anordnung, die Laufzeiten der noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke zu verlängern, auch ankündigte, dass die Bundesregierung die Voraussetzung für den Zubau neuer, wasserstofffähiger Gaskraftwerke schaffen wolle. Die angekündigte Plattform klimaneutrales Stromsystem soll nun nach dem Jahreswechsel starten, und wir als Gaswirtschaft möchten uns hier mit einem Vorschlag einbringen. In der vergangenen Woche schon hat eine starke Verbändeallianz bereits Impulse und Leitplanken, so hat es der VDMA genannt, vorgelegt. Wir wollen heute noch einen Schritt konkreter werden und einen Diskussionsvorschlag präsentieren. Mit Enervis haben wir uns dabei ein Unternehmen ausgesucht, das sich schon lange mit dem Thema Strommarkt und Kapazitätsmechanismen befasst und in seinem Beratungsportfolio eine sehr breite Range von Teilnehmern aus der Energiewirtschaft vorweist, erneuerbare, fossile oder wie wir als Branche in der Transformation befindliche. Damit möchte ich an Julius Ecke übergeben, der uns nun einen Einblick in die Methodik geben wird, die Grundannahmen darstellen wird, aber auch einen Blick über die Grenzen hinauswirft, wie andere Länder in Europa mit dem Thema umgehen. Herr Ecke, bitte. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, die Ergebnisse unserer Studie zu einem Marktdesign für einen sicheren, wirtschaftlichen und dekarbonisierten Strommarkt hier vorzustellen. Im Kern der Studie stehen eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist die Handlungsnotwendigkeit. Also was müssen wir bis wann eigentlich machen? Und der zweite Punkt ist dann genau ein Lösungsvorschlag. Also was können wir spezifisch machen, um das anstehende Problem zu adressieren? Ich möchte mich zuerst dem ersten Punkt zuwidmen. Hier dargestellt der Kern unserer Methodik zur Beleuchtung des Ausblicks auf Versorgungssicherheit bis 2031. Im Fokus der Studie stand die Durchführung einer deterministischen Leistungsbilanzierung bis 2030 bis 2031. Dahinter verbirgt sich eine Vorhersage über die Entwicklung von Kapazitätsangebot und Kapazitätsbedarf. Daraus kann man dann Schlussfolgerungen ziehen, insbesondere zur Fragestellung, wie viel gesicherte Leistung brauchen wir denn? Wie viele Kraftwerke, wie viele Leistungsanbieter müssen wir in das System hineinbringen? Um eine solche Modellierung durchzuführen, braucht es viele Annahmen, ein paar zentrale Annahmen hier mittig hervorgehoben. Drei will ich besonders hervorheben. Erstens, wir haben gesetzt, einen Kohleausstieg in diesem Fall bis zum Jahr 2030, genauer bis zum Ende des Jahres 2030, sodass das 2031 vollzogen ist. Wir gehen im Einklang mit verschiedenen Studien zur Dekarbonisierung des Energiesystems davon aus, dass der Strombedarf und damit auch die Spitzenlastnachfrage substanziell steigt. Rund 30% bis 2030 gegenüber dem heutigen Niveau. Und das Ganze passt sich ein in einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien, wie er im GEG 2023 festgehalten ist. Also deutliche Ausweitung der erneuerbaren Energien, insbesondere zum Beispiel auch der Photovoltaik, über alle Technologien. Und dieser starke Ausbau der erneuerbaren Energie nach installierter Leistung korrespondiert aber nicht zwangsläufig auch mit einem Ausbau an gesicherter Leistung. Den Beitrag von Technologien zur gesicherten Leistung kann man anhand des Leistungskredits, das ist der Beitrag zur Deckung der Spitzenlast, darstellen. Hier rechts gegenübergestellt der Leistungskredit einiger zentraler Technologien.
klar erkennbar, der Beitrag erneuerbarer Energien von Photovoltaik bis Wind-Offshore zur Deckung der gesicherten Leistung mit 0-12% relativ gering. Demgegenüber gestellt der Beitrag zur gesicherten Leistung eines Wasserstoffkraftwerks zum Beispiel mit gutes Stück über 90%. Klar erkennbar, um gesicherte Leistung bis 2030 flankierend zum erneuerbaren Ausbau zu organisieren, brauchen wir hochverfügbare Technologien, brauchen wir Technologien, die auf langfristig speicherbare Energieträger zugreifen. Insbesondere also Technologien wie, ich sag mal, Biomasse, Erdgas und natürlich Wasserstoffverstromung. Und vielleicht als Nebenbemerkung, dazu gibt es auch gar keinen Dissens. In der gesamten energiewirtschaftlichen Studienlage sind eigentlich mehr oder weniger alle Vertreter der Meinung, dass, um ein versorgungssicheres Stromsystem zu organisieren, hochverfügbare Technologien wie Wasserstoffverstromung notwendig sind. Führen wir diese Punkte einmal zusammen in einem Ausblick auf die Kapazitätsbilanz 2031 an dieser Stelle. Hier dargestellt in diesem Balkendiagramm das Angebot an gesicherter Leistung von links kommend gegenüber der Nachfrage nach gesicherter Leistung. Das ist in hellgrau der Balken mittig. Ich will nicht vollständig durchgehen, aber einige Kernpunkte hervorheben. Gegenüber dem heutigen Niveau an steuerbarer Leistung führt insbesondere der Kohleausstieg, hier wie gesagt bis 2030 angenommen, zu einer deutlichen Reduktion der gesicherten Leistung. Und wir sehen parallel, dass die Nachfrage nach gesicherter Leistung, hier definiert durch die Spitzenlast, durch die Elektrifizierung von Wärme, Verkehr, aber auch Industrie, signifikant zunimmt, um, wie gesagt, rund 30%. Und stellt man das nun gegeneinander, stellt man fest, alle weiteren Maßnahmen, die wir sehen, sind nicht in der Lage, diese beiden Kernentwicklungen zu kompensieren. Es bleibt eine Deckungslücke von rund 37 Gigawatt. Das ist das, was man mit zusätzlichen Maßnahmen gegenüber heute versuchen könnte zu kompensieren. Und wir haben auch einige zusätzliche Maßnahmen angenommen. In grün rechts dargestellt verschiedene Minderungsnahmen, die gegenüber aus heutiger Sicht zusätzlich zu machen wären und die auch in sich durchaus ambitioniert sind. Was ist das? Das sind insbesondere zwei Punkte. Erstens, der Einsatz von Kraftwerken, die wir eigentlich für das Netz brauchen, auch zur Deckung der Versorgungssicherheit Strom, und die Erschließung eines großen Teils der deutschen Steinkohlekraftwerksstandorte. Und was meine ich mit Erschließung? Damit meine ich, entweder diese Kraftwerke würden in Reservemechanismen weiterbetrieben oder aber diese Kraftwerksstandorte würden ambitioniert bis 2030 umgebaut auf Erdgas, Biomasse oder Wasserstoff. Und selbst wenn wir das alles machen, verbleibt hier immer noch eine Deckungslücke von rund 15 Gigawatt bis zum Jahr 2031. Und ich denke, dies macht eindrucksvoll klar, dass das eine Größenordnung ist, die allein aus dem liberalisierten Strommarkt heraus vermutlich nicht wird zu decken sein. Das heißt, hier braucht es zusätzliche Maßnahmen. Das betont die Handlungsnotwendigkeit für die Einführung von Mechanismen zur Organisation und Anreizung gesicherter Leistung. Und das ist das, was in der Diskussion häufig unter Kapazitätsmarkt auch verortet wird. Und diese Herausforderungen kennen die europäischen Staaten an verschiedener Stelle bereits. Diese Karte zeigt Ihnen auf, wie andere europäische Länder auf diese Herausforderung reagieren. Dargestellt also verschiedene Kapazitätsmechanismen in den verschiedenen europäischen Ländern. Und was ich glaube, was man ganz gut sieht, ist erstens, die Karte ist relativ voll und zweitens, die Karte ist zwar bunt, aber gar nicht mehr sehr bunt. Wir sehen, dass sich in den meisten europäischen Ländern als eine Art Best Practice die Nutzung von umfassenden Kapazitätsmärkten durchsetzt. Dahinter verbergen sich Kapazitätsmärkte, die per Auktion in relativ großen Auktionen gesicherte Leistung ausschreiben, dann incentivieren, also anreizen. Sie sehen hier zum Beispiel Großbritannien, Irland, Italien, Polen und vielleicht besonders notabel Belgien, wo im Jahr 2021 europarechtskonform ein umfassender Kapazitätsmarkt eingeführt wurde. Dadurch wird deutlich, das ist kein akademisches Lehrstück sozusagen. Ja. In der Praxis sind Kapazitätsmärkte als Best Practice in verschiedenen europäischen Märkten aktiv im Einsatz. Und das gibt uns zwei Möglichkeiten. Das gibt uns erstens die Möglichkeit, uns diese Cases genauer anzuschauen und davon zu lernen. Also wie funktioniert das in diesen Ländern? Und zweitens Ausgestaltungsmerkmale dieser Mechanismen zu übernehmen. Lassen Sie uns in einen Analysepunkt etwas detaillierter einsteigen. Hier dargestellt ein zentraler Indikator der Kosteneffizienz dieser Kapazitätsmärkte, genauer des belgischen, des französischen und des UK-Kapazitätsmarktes, die mittleren Zuschlagspreise, die realisiert wurden. Das also, was als Zahlung an
anbietergesicherter Leistung am Ende wirksam wird. Vielleicht nur einige Punkte. Erstens, Sie sehen, das mittlere Niveau liegt ja etwa bei 30.000 Euro pro Megawatt und Jahr. Das ist relativ zu dem, was damit ermöglicht wird, also insbesondere auch neue Kraftwerke, neue Speicher zu bauen, als moderat zu bezeichnen. Zweitens, und das ist hier jetzt nicht zu sehen, hinter diesen Ergebnissen stecken auch durchaus diverse Technologieportfolios. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass Kapazitätsmärkte immer besser in der Lage sind, nicht nur große Kraftwerke, sondern insbesondere auch dezentrale Flexibilitäten, Batteriespeicher, lastseitige Flexibilitäten wie Demand-Side-Management gezielt in das System hineinzuholen. Man kann also aus diesen internationalen Beispielen durchaus einiges lernen. Und dieses, ich sag mal, Menü, was sich an Lösungsmöglichkeiten europäisch auftut, galt es nun in dieser Studie zu bewerten, um zu einer Empfehlung zu kommen. In dieser Studie im Fokus steht eine kriteriengestützte Bewertung als eine transparente wissenschaftliche Methodik, um Lösungsvorschläge zu bewerten, aber auch zu diskutieren und am Ende eine Empfehlung abzuleiten. Und dies vollzogen in 4 Schritten. Zuerst die Definition von Zielen. Dahinter verbirgt sich die gesellschaftliche Anforderung an das, was ein Marktdesign eigentlich leisten soll. Zweitens die Definition von Anforderungen. Das sind, sag mal, binäre Grenzen dessen, was möglich ist, was möglich sein muss, damit ein Kapazitätsmarkt, damit ein Marktdesign sinnvoll funktioniert. Diese schränken den Lösungsraum effektiv ein. Drittens dann die Definition von Kriterien, an der die Marktdesign-Vorschläge gemessen werden. Und das läuft dann in der 4. zusammen in der Bewertung. Die Kriterien werden gewichtet, die Kriterien werden gefüllt und durch die Kombination daraus entsteht dann ein Frontrunner, eine Empfehlung. Und jetzt stellen Sie sich natürlich die Frage, was ist denn die Empfehlung, die aus dieser Methodik resultierte? Und dafür freue ich mich, an Tim Kehler sozusagen im nächsten Schritt übergeben zu können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Ecke. Genau, wir sehen also, dass wir auf jeden Fall eine Stromlücke haben oder vor einer stehen. Selbst wenn wir die erneuerbaren Energien stark ausbauen, bleiben da in den bis 2031 15 Gigawatt und wir haben gerade noch 8 Jahre, um diese Lücke irgendwie zu füllen. Spannend, glaube ich, auch zu sehen, dass das Thema eines umfassenden Kapazitätsmarktes in Europa jetzt keine Seltenheit ist, sondern dass es da durchaus auch schon Beispiele gibt. Und Tim Kehler wird uns nun erläutern, wie so ein umfassender Kapazitätsmarkt für Deutschland genauer aussehen könnte. Ja, vielen Dank und auch meinerseits erstmal einen wunderschönen guten Morgen zu diesem spannenden, aber auch in jedem Fall komplexen Thema. Herr Ecke hat nur die Spitze des Eisbergs uns präsentiert, was an Herausforderungen und Faktoren zu berücksichtigen ist und was wir vor allen Dingen auch an Informationen, an Wissen verarbeiten müssen, um hier zu einer Lösung zu kommen. Wie Ecke dargestellt hat, wir haben uns im Rahmen des Projektes gemeinsam mit Mitgliedern in unterschiedlichen Gesprächsrunden, in Workshops, in Analyse-Sessions mit verschiedenen Ansätzen auseinandergesetzt, haben diese bewertet und sind zum Schluss gekommen, dass wir über einen umfassenden Kapazitätsmarkt sprechen müssen. Ich möchte aber zu Beginn noch einmal ganz kurz darauf eingehen, warum denken wir, dass wir den Energy-Only-Markt ergänzen müssen um ein weiteres Element. Der Energy-Only-Markt ist ja das, was wir als Standardsystem derzeit im Markt sehen, was in einer statischen Betrachtung in jedem Fall auch sinnvoll und richtig ist, die nötigen Anreize zu stiften, damit wir Versorgungssicherheit auch gewährleisten. Unser Stromsystem ist allerdings mittlerweile kein statisches System mehr, sondern wir haben eine sehr dynamische, herausfordernde Situation. Der Kohleausstieg, der Atomausstieg auf der einen Seite und der sich beschleunigende Ausbau der Erneuerbaren führen dazu, dass die Zukunftserwartungen sehr stark mit Unsicherheiten behaftet sind. Und das ist für Investoren natürlich nicht unbedingt eine gute Nachricht. Wir sehen derzeit, dass die aktuellen Prognosen für Kraftwerksneubauten deutlich hinter dem herhinken, hinter dem, was eigentlich getan werden müsste. Es ist sicherlich so, dass potenzielle Investoren, die sich mit Kraftwerken oder anderen Lösungen auch für die Stromversorgung befassen, Analysen wie die wir gerade gesehen haben, kennen. Die Frage ist natürlich, warum wird nicht investiert?
Die Unsicherheit ist derzeit zu groß und deswegen schlagen wir vor, den Energy-Only-Markt um eine Kapazitätskomponente, einen Kapazitätsmarkt, denn wir glauben an Märkte, an deren Effizienz zu ergänzen, mit dem Gedanken, dass alles, was neu gebaut wird und auch alles, was im Bestand ist, in einem solchen Kapazitätsmechanismus bewertet wird. Das Grundkonzept ist, dass wir alle Betreiber, alle Anbieter, alle Investoren gesicherter Leistung einladen, in ein Auktionssystem die ausgeschriebenen Kapazitätsmengen für diese ausgeschriebenen Kapazitätsmengen zu bieten. Und damit sehen wir schon mal einen ganz zentralen Faktor, der uns auch unterscheidet von früheren Diskussionen. Wir wollen ganz bewusst die ganze Breite der Technologien auch anreizen, sei es die bereits ausgesprochenen und auch von Kanzler Scholz angemerkten Wasserstoff-Gaskraftwerke, aber eben auch Batterien, Pumpspeicherwerke, Elektrolyseure, Biogaskraftwerke oder eben auch die Potenziale, die sich durch Lastverschiebungen, insbesondere auch bei den industriellen Großverbräuchern, ergeben können. Damit bauen wir, glaube ich, ein technologiesicheres und technologieoffenes Stromportfolio auf, was die Leistungslücke schließen kann. Wir sehen aber auch in den Diskussionen, dass ein solches Marktsystem natürlich erstmal im Vordergrund eine betriebswirtschaftliche Optimierung auch anstrebt. Das ist ja auch erstmal eine gute Botschaft. Wir wollen ja möglichst kosteneffizient diese Lücke schließen. Ein solches System hat allerdings auch Nachteile. Wir wollen vor allen Dingen es schaffen, dass wir unterschiedliche Technologien zusammenbringen, dass wir das Ganze in Richtung des Klimaneutralitätsziels auch führen. Und wir dürfen in Deutschland nicht vergessen, dass wir natürlich regionale Unterschiede haben, dass wir unterschiedliche Systemdienstleistungen auch der Kraftwerke anreizen müssen. Weshalb wir, Sie sehen es auf der linken Seite, bestimmte Faktoren zur Steuerung des Technologieportfolios, da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein, in einen solchen Auktionsmechanismus integrieren müssen. Des Weiteren muss man natürlich auch Sondereffekte, die sich aus der betriebswirtschaftlichen Optimierung in einem solchen Markt ergeben, ausschließen. Ein Thema erleben wir auch derzeit, diskutieren wir sehr intensiv, das ist die Frage von potenziellen Übererlösen, die sich durch bestimmte Knappheitssituationen ergeben können. Das ist etwas, was wir im Rahmen von Zuverlässigkeitsoptionen beschreiben. Hier ist ein Mechanismus, den wir im Übrigen auch in Belgien beispielsweise beobachten können, einzuführen, damit solche Sondereffekte während des Betriebs der Kraftwerke, die ja auch innerhalb des bestehenden Marktes auch weiterhin bieten, dann vermieden werden. Und der zweite Aspekt ist, dass man während der Auktion auch Preisobergrenzen einzieht, die dafür sorgen, dass bestimmte Marktsituationen nicht ausgenutzt werden und zu Ineffizienzen führen, damit die Effizienz, die eigentlich in dem System drinsteckt, die Preise haben Sie gerade auch von Herrn Ecke bereits gesehen, dann auch voll ausgelotet werden. Im Kern, wie gesagt, geht es um diese Gruppe an Faktoren, die wir in die Debatte noch zusätzlich um einen entsprechenden Auktionierungsmechanismus einführen möchten. Zuvorderst ist das von Herrn Ecke bereits angesprochene Konzept der sogenannten Leistungskredite anzusprechen. Wir wollen es erreichen, dass unterschiedliche Technologien in diesem Markt teilnehmen können. Diese Technologien haben aber teilweise unterschiedliche Gleichzeitigkeitsfaktoren, unterschiedliche Effekte, was das Schließen auch der Stromlücke anbetrifft. Von daher kumuliert alles letztendlich auf die Bewertung einer solchen Zuschreibung von gesicherter Kapazität, die dann als Multiplikator in einem solchen Auktionssystem auch zugrunde gelegt werden können. Das politische Ziel, unser gemeinsames Ziel der Dekarbonisierung, lässt sich durch CO2-Faktoren, durch CO2-Grenzwerte und auch das Vorschreiben von Dekarbonisierungsplänen sehr gut abdecken. Die Grundidee ist, dass natürlich Technologien mit unterschiedlichen CO2-Fußabdrücken in einer solchen Auktion zumindest im Rahmen von bestimmten Grenzwerten mitbieten dürfen. Hier gilt es nun durch CO2-Faktoren, die einen bestimmten Bonus oder einen bestimmten Malus bedeuten, im Rahmen einer solchen Auktion in die Debatte zu führen, sodass derjenige, der ein möglichst CO2-armes Kraftwerk hat, hier vielleicht auch schon sehr frühzeitig in Richtung Wasserstoff vorgedacht hat, einen Vorteil in einer Auktion erhält gegenüber denjenigen Anbietern, die noch mit CO2-intensiveren Technologien im Markt unterwegs sind.
Im Grundsatz orientieren wir uns bei diesen Faktoren an dem, was derzeit auch schon durch die EU-Taxonomie-Regeln festgelegt ist. Hier sehen wir einerseits klar definierte und europaweit getragene Faktoren, die am Ende auch einen Dekarbonisierungsplan für die Stromerzeugung darstellen. Die Taxonomie bedeutet ja im Grundsatz, dass Kraftwerke langfristig klimaneutral werden, dass die Transformation von Erdgaskraftwerken in Richtung Wasserstoffkraftwerken in jedem Fall auch anzulegen ist. Dritter Aspekt sind die Netzfaktoren. Auch hier geht es um eine Bonus-Malus-Regelung, die unterschiedliche Systemdienstleistungen und unterschiedliche regionale Aspekte entsprechend beurteilen werden. Hier ist beispielsweise anzumerken, dass wir einen Großteil der Stromlücke in Süddeutschland wahrnehmen werden. Das heißt, es macht in jedem Fall Sinn, Kraftwerksansiedlungen in solchen Regionen eher zu bonifizieren und andere Regionen eher mit einem Malus zu belegen. Und zuletzt genannt, wie gesagt, die Steuerung der Verteilungseffekte, dass die negativen Aspekte, die in einem Markt in jedem Fall auch immer auftreten können, durch Preisobergrenzen oder eben Zuverlässigkeitsoptionen zur Erlösabschöpfung eingeführt werden, damit wir Debatten, wie wir sie gerade aktuell auch erleben, schon von vornherein ausschließen können und im Rahmen normaler wirtschaftlicher Aktivitäten hier eine Gestaltung eines Marktes auch erzielen können. In der Bewertung hat sich dieses System gegenüber anderen Lösungen, die in der Studie im Detail ausgeführt sind, sehr klar durchgesetzt. Wir sehen, dass über eine solche Entwicklung eines umfassenden Kapazitätsmarktes, angereichert um die genannten Kriterien und Faktoren, ein effektives System entsteht, was dann auch über die Technologieoffenheit sehr effizient, auch im Sinne von Kosten, dann umgesetzt werden kann. Wir sehen auch, dass durch das richtige Design von Auktionen, was Vertragslaufzeiten anbetrifft, was regelmäßige Kapazitätsausschreibungen anbetrifft, einerseits Flexibilität gewahrt ist. Das ist keine unumkehrbarer Schritt, sondern kann auch regelmäßig angepasst werden. Und gleichzeitig kann dieses System auch Investoren eine langfristige Perspektive bieten. Und zum Abschluss sei auch angemerkt, dass wir mit einem solchen System, Sie haben es auch gesehen, anhand der Europakarte, nicht nur die europäische Annäherung im Strommarkt erreichen. Wir haben auch in anderen Ländern bereits Benchmarks, die uns einerseits die Mechanik eines solchen Marktes sehr gut vor Augen führen und vor allen Dingen auch sehr deutlich machen, innerhalb des europäischen Marktsystems sind solche Systeme in jedem Fall umsetzbar, nicht nur technisch, sondern eben auch rechtlich. Damit sind wir gefordert, sehr schnell in diese Diskussion auch einzusteigen, denn wenn man das rückwärts rechnet auf das Jahr 2030, übliche Genehmigungs- und Projektierungsphasen für Kraftwerke, Kraftwerksprojekte mal zugrunde legt. Sie sehen es hier mit 54 Monaten ausgeführt. Das ist bereits schon eine sehr ambitionierte Planung. Das wäre schon neue Deutschlandgeschwindigkeit für die Entwicklung und den Bau von Kraftwerksstandorten. Dann müssten wir gerechnet mit dem heutigen Tag eigentlich in eine Stakeholder-Diskussion und einen dann folgenden Gesetzgebungsprozess, der europäisch abgestimmt sein muss, dann auch einbinden. Damit möchte ich zum Abschluss nochmal auf die zentralen Empfehlungen auch eingehen, die wir formulieren. Wir müssen in jedem Fall unser Stromsystem an die veränderten Randbedingungen, die sich dynamisch ergeben, einerseits durch den Ausstieg der Kohleverstromung und dem Ausbau der Erneuerbaren anpassen. Hier müssen wir die Versorgungssicherheit in der Form gewährleisten, dass wir steuerbare Leistungen zielgerichtet auch beschaffen. Und das muss unbedingt so passieren, dass wir hier technologieoffen herangehen, dass wir die Möglichkeiten, die sich heute bereits verfügen, aber auch neue Möglichkeiten, die morgen verfügbar sind, in Wettbewerb zueinander stellen, dass wir einen echten Technologiewettbewerb um klimaneutrale, gesicherte Leistungen auch haben. Dass nicht am Ende es wieder heißt, das ist ein System, um alten Kraftwerken über die Laufzeit noch eine Almose zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir in Richtung auch der Bundesregierung bringen wollen und müssen. Der Stakeholder-Prozess, der jetzt ja starten soll, um die Grundlagen für das neue Strommarktdesign zu schaffen, ist in jedem Fall eine gute Plattform, eine interessante Plattform, um das von uns heute vorgestellte Modell
eines umfassenden Kapazitätsmarktes auch intensiv zu debattieren. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank auch an dich, Tim. Und Sie können jetzt schon über diesen Vorschlag mit uns diskutieren und debattieren oder beiden Referenten Ihre Fragen stellen. Nutzen Sie dafür bitte entweder die Chat-Funktion oder die Handhebefunktion. Und ich sehe auch schon eine gehobene Hand von Herrn Grimm. Ja, guten Morgen. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Ja, guten Morgen. Christian Grimm von der Augsburger. Ich hätte erstmal noch zwei Lernfragen. Mit welchem Preis je Megawattstunde oder Kilowattstunde müsste man dann etwa kalkulieren? Sie haben ja europäische Beispiele genannt. Welcher Zuschlag wäre das? Und als zweite Lernfrage, Sie sprachen von Auktionen. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen? Also wie laufen diese Auktionen ab? Einmal im Jahr zu Beginn, unterjährig? Wird das an der Leipziger Strombörse mitgehandelt? Also wie kommt diese Kapazitätsprämie genau zustande? Vielen Dank. Wer von Ihnen beiden, Herr Ecke? Die Frage nach den Kosten ist natürlich, der Verbraucherbelastung ist natürlich sinnvoll in dem Kontext. Ne? Also vielleicht zuerst, was habe ich da gezeigt? Das sind faktisch die Kosten, die sich für die Auszahlung an Kapazitätsprämien an Flexibilitätsanbieter ergeben. Ja? Die lagen da etwa bei 30.000 Euro pro Megawatt und pro Jahr im Schnitt. Man muss jedoch auch berücksichtigen, wenn man den Gesamteffekt auf die Kosten des Systems und die Kostenbelastung von Verbrauchern betrachten möchte, dass diesen zusätzlichen Ausgaben auch Einsparungen gegenüberstehen. Und zwar in nicht ganz unwesentlichem Maße. Denn wenn man sich systematisch entscheidet, wir fördern gesicherte Leistung durch Kapazitätsmärkte, durch Auktionen und zahlen an dieser Stelle etwas aus, sind diese Kraftwerke auch am Strommarkt aktiv, bieten da ihren Strom an und führen dazu, dass bestimmte Knappheitspreise am Strommarkt dadurch reduziert, verdrängt werden. Ja. Es ist also durchaus wichtig zu sagen, um die Gesamtverbraucherbelastung zu analysieren, muss man die Auszahlung, aber auch die Einsparung berücksichtigen. Und nach unseren Analysen, wir haben da eine kleine Literaturrecherche gemacht, die können Sie auch in der Studie nochmal vertiefen, sehen wir, dass die zusätzlichen Kosten aus der Einführung eines solchen Kapazitätsmarktes, wenn dadurch Knappheitspreise am Strommarkt verhindert werden, insgesamt sehr begrenzt sind. Vielleicht noch etwas spezifischer da eingedrungen, also wie würde eine solche Kapazitätsauktion operativer durchgeführt? Tendenziell würde diese Auktion nicht an einer normalen Strombörse stattfinden, sondern durch einen, wir nennen das immer, zentralen Akteur organisiert werden. Das wäre dann im Zweifelsfall in Deutschland häufig die Bundesnetzagentur, die auch sehr viel institutionalisierte Erfahrung inzwischen mit der Durchführung von Auktionen hat. Ja, die Durchführung von Auktionen, das Handling, das ist etwas, was die Bundesnetzagentur, ich weiß nicht mehr genau über wie viele Kapazitätssegmente, ja, aber inzwischen sehr viel Erfahrung gesammelt hat im Bereich der KWK, der Erneuerbaren, der Kohlestilllegungsauktionen. Das ist sozusagen ein relativ etabliertes System in Deutschland. Diese Auktionen müssten zeitlich gestaffelt durchgeführt werden. Ja, mutmaßlich müsste man eine größere Auktion machen mit einer längeren Vorlaufzeit, sodass die darin bezuschlagten Einheiten dann auch wirklich die Gelegenheit haben, projektiert und in Betrieb genommen zu werden. Und häufig sieht man dann noch eine zeitlich nachgelagerte kleinere Auktion, in der Abweichungen vom Plan nachgehandelt werden. Also ein bisschen konkreter, man macht vielleicht eine Auktion mit 4-5 Jahren Vorlauf vor dem Erfüllungszeitraum und dann eine zweite Auktion etwas häufiger, alle 2 Jahre, wo man sagt, okay, 1-2 Jahre Vorlauf vor dem Erfüllungszeitraum. Tim? Ja, ich würde gerne noch auf das Thema Kosten bzw. Preise kurz eingehen. Das ist natürlich der zentrale Faktor. Wir sehen mit dem umfassenden Kapazitätsmechanismus und dem Kapazitätsmarkt über ein solches Auktionssystem jedenfalls das effizienteste System, was die Kostenbelastung möglichst niedrig hält. Und je nachdem, welchen Referenzwert man auch zugrunde legt, darf man davon ausgehen, dass es sogar zu einer Entlastung führen kann. Und das ist für mich eigentlich auch immer die zentrale Frage, die es zu diskutieren gilt, wenn wir über die Herausforderung des Strommarktes und des Strommarktdesigns dann auch sprechen. Die Frage ist, was heißt es, wenn wir es nicht machen? Wie teuer wird es denn, wenn wir ein solches System nicht einführen? Das Risiko besteht, und das haben wir uns in den Alternativszenarien auch angeschaut, dass man sich dann für ein System entscheidet, was nochmal spürbar kostenintensiver wird,
beziehungsweise im Worst Case wir eine eher unstrukturierte Maßnahme nach der anderen sehen, die uns möglicherweise auch gar nicht in Richtung der wirklichen Ziele auch bringen wird. Von daher, wie gesagt, das klare Plädoyer, alles in einem umfassenden Markt zu integrieren, hier möglichst viel Wettbewerb auch zu schaffen, denn Wettbewerb heißt immer niedrige Kosten. Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage aus dem Chat. Wäre es nicht sinnvoll... Entschuldigen Sie, ja? Ich hatte ja eine Frage gestellt zu Kosten je Megawattstunde. Also wie wird es teurer für die konkrete Einheit? Kann man das so genau? Also ne, wenn Sie sagen, Sie berücksichtigen die Mehrkosten durch die Auszahlung von Kapazitätsprämien und ziehen die Einsparungen, die dadurch im Strommarkt entstehen, ab, dann haben Sie netto Mehrkosten, die sich relativ eng an Null halten. Ja? Da reden wir über einen relativ kleinen Betrag, der als netto Mehrkosten sich darstellt. Was Sie natürlich gern hören wollen vielleicht, ist eine Vorhersage, wie entwickeln sich die Gesamtkosten im Stromsystem insgesamt. Das hängt aber von vielen anderen Faktoren noch ab. Netzentgelte, Entwicklung von Gaspreisen, Entwicklung von CO2-Preisen. Ne? Deswegen würden wir uns darauf jetzt nicht fokussieren, sondern wir betrachten ganz scharf, was lässt sich denn sparen durch diesen Mechanismus und was sind die daraus entstehenden zusätzlichen Zahlungen. Und da sind sie, also ich will es jetzt nicht in Euro die Megawattstunde umlegen, aber in relativ nah an Null liegenden Bereich, in der ganz klar an der Unschärfe des Systems faktisch. Es gibt sogar Studien, wenn man die zugrunde legt, dann spart dieser Mechanismus Geld gegenüber der Alternative, die das Zulassen von Knappheitspreisen am Strommarkt wäre. Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Grimm? Also es ist eine Antwort, die Sie geben, wenn jemand sagt, wir machen Sachen teurer, müssen quasi, wie Sigmar Gabriel mal sagte, Hartz IV für Kraftwerke einführen und am Ende sagen, es kostet nicht mehr. Naja, ich habe schon viele Versprechen bei der Energiewende gehört, sage ich mal so, das können wir ja so stehen lassen. Wenn Sie da bei Ihren Ergebnissen da rauskommen, dann ist es nicht an mir, die in Frage zu stellen. Nur bei so Heilsversprechen, also sozusagen eine höhere Vergütung für Kraftwerksbetreiber und dass es am Ende nicht mehr kostet, weiß nicht, ob das valide ist oder ob ich das glauben kann. Herr Grimm, also Ihre Skepsis teilen wir. Wir dürfen nicht übersehen, wir zahlen als Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit die höchsten Stromkosten der Welt. Und das ist letztendlich die Kumulation aller Aspekte, die wir derzeit auch im Stromsystem dann mitfinanzieren müssen. Unser Punkt ist sehr klar, wir müssen uns über ein System unterhalten, was so umfassend ist, dass dann wieder Wettbewerbskräfte stattfinden, die dann auch zu den Entlastungseffekten führen, die Herr Ecke gerade ausgeführt hat. Herr Ecke, möchten Sie nochmal ergänzen? Genau, aufbauend auf dem Argument von Herrn Killer. Die spannende Frage ist, was würde passieren, wenn Sie das nicht machen? Genau. Und was passieren kann, wenn Sie nicht genug Angebot im Strommarkt haben, das zeigt uns zumindest anteilig schon auch die aktuelle Situation. Ganz klar, die Strompreise, die wir jetzt sehen und gesehen haben, die sind nicht nur eine reine Angebotsknappheit. Ja, das hat auch viel mit anderen Punkten zu tun. Aber ein signifikanter Teil davon, ich sag mal Kernkraftwerke in Frankreich, sind Ausdruck davon, dass nicht genug Leistung im Stromsystem zur Verfügung ist. Und die Preise, die sich daraus ergeben und letztendlich auch die Verbraucherbelastung, die sich daraus ergibt, ja, viele Milliarden Euro auf jeden Fall, sehen wir. Und wenn Sie nun einen Mechanismus einführen, der sagt, okay, wir schaffen es, diese Knappheitspreise zu reduzieren, indem wir genug gesicherte Leistung im System haben, ja, dann kostet Sie das etwas zusätzlich, aber es spart eben auch sehr viel. Ja. Das ist die Aussage, die wir versucht haben, in den Vordergrund zu rücken. Sie hatten ja als Beispiel für den Kapazitätsmarkt in Belgien diese 30.000 Euro pro neu installierter Megawattstunde. Kann man das vergleichen für Deutschland oder ist das einfach nur ein Blick in die belgische Landschaft, der sich leider nur begrenzt auf die deutsche übertragen lässt? Nein, in den grundsätzlichen Größenordnungen könnte sich sowas auch in Deutschland einspielen. Wir würden davon ausgehen, dass es etwas höher ist in Deutschland. Ja. Woran hängen denn diese Kosten, die sich da ergeben? Die ergeben sich primär aus dem Technologieportfolio, was ein Land haben möchte und sich in Summe über diesen Mechanismus organisiert. Und wenn man jetzt sagt, okay, Deutschland sucht vielleicht nach einem in Summe teuren Technologieportfolio, als das diese Beispiele, die wir da gezeigt haben, tun, würden wir davon ausgehen, dass die Preise, die sich daraus ergeben, auch, ich sag mal, maßvoll höher sind als das, was die anderen internationalen Beispiele gezeigt haben.
Aber was genau für ein Technologieportfolio sich Deutschland setzt, das wäre dann in diesem Stakeholder-Prozess zu entscheiden. Und das führt dann dazu, was sich auch real an kostendeckenden Preisen daraus ergeben würde. Okay, ich hoffe, Herr Grimm, dass wir Ihnen damit weiterhelfen konnten. Erstmal, ich würde dann eine Frage aus dem Chat aufgreifen von Herrn Ufert. Wäre es nicht sinnvoll, die gerade mit Hochdruck entwickelten Klimaschutzverträge auch auf den Stromsektor zu erweitern? Das ist ein interessanter Vorschlag, den wir uns, ich sag mal, im erweiterten Sinne auch in dieser Studie mit angeschaut haben. Das ist natürlich die Frage, was man genau damit meint. Ich sag mal, vom Grundwesen her, wir wollen damit CO2-neutrale Erzeugung haben und wir machen eine Art CFD, der übermäßige Erlöse abschöpft, sind wichtige Elemente dieser Klimaschutzverträge, auch wenn das anders formuliert ist, auch in diesem Vorschlag vorhanden. Ja. Insofern, in mancherlei Hinsicht sind die Ähnlichkeiten durchaus da. Und die Ähnlichkeit verbirgt sich dann, ich gehe da noch ein bisschen ins Detail, insbesondere in diesen Zuverlässigkeitsoptionen. Diese Zuverlässigkeitsoptionen sind eine Art CFD, ein Contract for Difference in Bezug auf die Mehrerlöse von Kraftwerken. Und wenn man diese in diesen Mechanismus integriert, gibt es große Ähnlichkeiten zu Klimaschutzverträgen. Tim, möchtest du noch ergänzen oder ist das? Deutliche Zustimmung. Gut, deutliche Zustimmung. Dann sehe ich eine erhobene Hand von Heiko Lohmann. Noch, Herr Lohmann, ist Ihr Mikrofon gemutet. Jetzt müssten wir Sie hören können. Jetzt, glaube ich, müsste man mich hören. Ja, sehr gut. Also moin alle miteinander. Julius, vielleicht nochmal zum Verständnis. Auch Tim, würde man denn für die verschiedenen Flexibilitätsoptionen getrennte Ausschreibungen durchführen? Oder würde man von vornherein sagen, ich habe verschiedene unterschiedliche Zuschlagsfaktoren? Oder wie würde man das regeln, um bewusst das Flexibilitätsportfolio dabei zu steuern? Oder das Kapazitätsportfolio, nicht Flexibilitätsportfolio. Ja, also es ist ein umfassender Kapazitätsmarkt im Grundsatz. Und dahinter verbirgt sich die Stoßrichtung, dass man versucht, möglichst unterschiedliche Anbieter miteinander im Wettbewerb zu stellen. Das heißt, man lässt sehr viele Technologien zu erst einmal, bis auf die nach Klimaschutzgesichtspunkten ausgeschlossenen. Und die stellt man nach Möglichkeit in einer einzelnen großen Auktion miteinander im Wettbewerb, um dann nach Kosteneffizienzgesichtspunkten die günstigsten Gebote zu wählen. Wobei, und das ist der wichtige Erweiterungspunkt in diesem Vorschlag, die Kosteneffizienzgesichtspunkte gezielt steuerbar sind durch die zusätzlichen Faktoren, die eingeführt werden. So, im Ergebnis würde man dann also möglichst große Wettbewerbsmärkte in der Auktion haben, wo, ich sag mal, Wasserstoffkraftwerke, Batterien, nach Möglichkeit Demand-Side-Management etc. miteinander in den Lösungswettbewerb treten. Beantwortet das deine Frage, Heiko Lohmann, oder noch Nachfrage? Nicht ganz. Das heißt, man würde so, aber wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst ja, man kann ja optieren sozusagen, wie der Pool aussehen soll. Das heißt, man würde von vornherein aber sozusagen politisch möglicherweise bestimmte Handicaps, also sagen, benutzen wir die Golfsprache, also bestimmte Faktoren festlegen, mit denen man dann unterschiedliche Optionen bewertet und möglicherweise dann doch politische Ziele bei dem Portfolio zu gewährleisten, dass man sagt, beispielsweise, wenn eine Batterie sich bewirbt und 40.000 Euro pro Megawattstunde haben will, dass man sagt, ich reduziere das um den Faktor 15% gegenüber einem Wasserstoffkraftwerk, weil ich gerne Batterien haben möchte oder sowas Ähnliches. Das ist in jedem Fall denkbar und machbar. Die Frage ist allerdings, ob man einem solchen politischen Ziel dann einen so großen Raum in einem solchen System auch bieten sollte oder ob man nicht eher die übergeordneten politischen Fragestellungen, also Umbau des Stromsystems in Richtung Klimaneutralität und Versorgungssicherheit, dann doch stärker anreizt und dann eher Faktoren auch ableitet, die sich aus genau diesen Zielen auch ergeben. Aber da sind genau die Mechanismen, wie es auch gerade beschrieben, richtig beschrieben sind, dann maßgeblich. Jeder Akteur, und wir wollen eine möglichst breite Akteursvielfalt auch in diesen Markt hineinbringen, wird ein bestimmtes Portfolio an Boni und Mali dann auch mit aufgeschultert bekommen, je nachdem, wie CO2-arm oder CO2-intensiv die Erzeugung ist, wie systemdienlich oder netzdienlich die Erzeugung ist oder eben auch, wie stabil letztendlich
die Zuverlässigkeit auch gewährleistet werden kann. Da haben wir ja sehr unterschiedliche Technologieoptionen, was sich dann auch in den Leistungskrediten, was ja ein ganz zentrales Element unseres Vorschlages auch ist, dann niederschlägt. Also ich will das nochmal hervorheben. Diese Faktoren dienen erst einmal nicht der politischen Einflussnahme per se, ja, sondern die bilden zur Abbildung von Zielen, die wir haben in Hinsicht auf die Kosteneffizienz von Geboten. Also was meine ich damit? Wenn Anbieter einen unterschiedlichen objektiven Beitrag zur gesicherten Leistung haben, dann gilt es das eben, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen und eine effiziente Auswahl zu berücksichtigen. Wenn Bieter verschiedene Standorte haben, die unterschiedliche Güte in Bezug auf Infrastruktur haben, dann gilt es das durch einen Netzfaktor zu berücksichtigen, damit man eine gute Auswahl treffen kann. Und wir werden zumindest in den ersten Runden dieser Ausschreibung auch sehen, dass Anbieter miteinander in den Wettbewerb treten, die zum Teil noch CO2-Emissionen haben für eine gewisse Übergangszeit und zum Teil schon dekarbonisiert sind. Ja. Und dann gilt es, auch das fair zu bewerten und zu sagen, das muss man mit einem Bonus-Manus-System verrechnen. Und dazu gibt es dann auch verschiedene Ansätze, um zu sagen, das drückt sich in den Wettbewerbsvorteil der bereits kurzfristig dekarbonisierten Optionen aus. Ja. Genau. Und im Sinne, in der Gesamtheit hat man dann halt Wettbewerb unter Berücksichtigung dieser Boni-Mali, die aber zu einem kosteneffizienten Gesamtsystem dann beitragen. Ja, also insofern keine politische Beliebigkeit in dieser Faktorsetzung. Einer dieser zentralen Faktoren, die dann ja einfließen, sind die sogenannten Leistungskredite. Vielleicht könnten Sie das Konzept noch mal ein bisschen erklären, wie die sich auch berechnen. Also wie ich da auf unterschiedliche Zahlen dann für unterschiedliche Energiequellen komme. Genau. Also die Leistungskredite repräsentieren den Beitrag von Technologien zur Versorgungssicherheit des Systems im Sinne von Leistungsbilanz hier erst einmal. Das heißt, wir haben verschiedene Technologien, wir hatten das vorhin aufgezeigt, Photovoltaik bis hin zu Wasserstoffkraftwerken, sag mal zwischen 0% und 95% Leistungskredit. Und was verbirgt sich nun hinter diesen Zahlen? In den Zahlen verbirgt sich, dass Photovoltaik zumindest, also so wie der Ausblick aktuell ist, faktisch nur einen sehr geringen Beitrag zur Versorgungssicherheit des Systems in den Auslegungszuständen mit sich bringt. Vielleicht können wir die Zahlen auch noch mal ganz kurz einblenden. Wir haben sie ja mit dabei, dass man das ein bisschen plastischer aussieht gleich. Photovoltaik hat also erstmal nur einen geringen Beitrag zur Versorgungssicherheit, weil Photovoltaik dann, wenn es zählt, also ich sag mal ganz plastisch, im dunkelflauten Zustand keinen Beitrag zur Systembilanz liefert. Und hingegen auf der anderen Seite des Spektrums Flexibilitäten, Kapazitäten, die langfristig speicherbare Energieträger nutzen, Wasserstoff, Biomasse, ja, können eben gesichert auch über längere Zeiträume einen Beitrag zur Versorgungssicherheit des Systems leisten. Und diese haben dementsprechend einen höheren Kapazitätskredit, wie Sie es hier sehen. Ja, ein Beispiel mal vertieft, Photovoltaik bei 0, Erdgas bei 91%. Das ist so, sagen wir mal, das Spektrum des Beitrages einer Technologie zur Versorgungssicherheit im Auslegungszustand. Weil das unsere Kritiker wahrscheinlich als erstes fragen würden, warum ist Erdgas bei 91% und beispielsweise Steinkohle, Braunkohle, Öl ein bisschen drunter? Also würde ich jetzt pauschal erstmal sagen, ist ja beides wahrscheinlich gleich flexibel. Wir messen hier erst einmal gar nicht die Flexibilität der Technologien, sondern im Kern zwei Punkte. Wie langfristig verfügbar ist der Energieträger, den die Technologie nutzt? Und wie sicher ist dieses Kraftwerk dann auch im Einsatz, wenn ich es brauche? Also ist es vielleicht in Wartung, ist es vielleicht ausgefallen? Ja? Und das sind Punkte, die bei den Kohlekraftwerken noch mal ein Stück schlechter sind als bei Gas, als bei Wasserstoff. Ja? Und in Summe kommen dann diese Kapazitätskredite zustande, haben wir gerade gezeigt. Ist jetzt auch nur, glaube ich, ein gradueller Unterschied, aber da spiegelt sich beispielsweise auch das Alter der Kraftwerksflotte wieder. Okay, dann schaue ich noch mal in die Runde, ob ich aktuell hier noch weitere Fragen sehe. Ich habe ansonsten noch eine, aber ich sehe auch eine gehobene Hand. Heiko Lohmann noch mal. Ja, noch mal, ich habe es immer noch nicht verstanden, für Dumme. Also wenn diese Kapazitätsauktion kommt, dann gibt es einen Leistungspreis, aber im Grunde heißt es dann, der Anbieter verpflichtet sich im Grunde die Leistung 8.760 Stunden bereit zu halten und kann zusätzlich zu dem Leistungspreis im Strommarkt Geld verdienen? Oder was ist denn sozusagen die Verpflichtung, die er dann eingeht? Weil wenn er Photovoltaikanlage ist, ist es ein bisschen schwierig sonst. Oder heißt das dann, der verpflichtet sich nur, die Leistung 10 Stunden im Jahr bereit zu halten, wie das dann immer zu kontrollieren ist? Also mir ist noch nicht ganz klar, wie sozusagen dann der Mechanismus aussieht, der dahinter liegt, also der dann folgt.
Im Grundsatz, Heiko, so wie du es gesagt hast, ja, also du kriegst einen Zuschlag in der Auktion und bekommst dafür Zahlungen über die Zeit. Und damit geht natürlich eine Verpflichtung einher, deine Anlage verfügbar zu halten und den Strom dann am Strommarkt auch anzubieten. Ja, so, ganz klar. Wie genau man das jetzt löst, ne, über welche Zeiträume, wie genau wird die Verfügbarkeit gemessen und so weiter, da gibt es verschiedene Ansätze zu, das ist dann eher in der Ausgestaltungsphase des Konzepts zu suchen. Und ein zweiter Punkt, den ich dazu noch anmerken wollte, man verpflichtet sich, den Strom zu Strommarktpreisen quasi anzubieten und zu verkaufen, mit der Maßgabe, dass wenn dann eben Knappheitspreise am Strommarkt doch auftreten, wie wir sie jetzt zumindest anteilig auch in der Wirkung gesehen haben, ja, dann würden diese Mehrerlöse oberhalb eines gewissen Knappheitsbenchmarks eben abgeschöpft. Und das ist genau die CFD-Komponente des Konzepts. Heiko Lohmann, die Frage damit beantwortet? Wir belassen es jetzt mal dabei, alles gut. Also vielleicht um es nochmal zu unterstreichen, also unser Vorschlag zielt darauf ab, dass die Kapazitäten, die angereizt werden durch den Mechanismus, natürlich weiterhin im konventionellen Strommarkt auch weiter unterwegs sind und damit letztendlich auch in der Merit Order sich bewegen dürfen, aber unter den Randbedingungen, die dort durch die Auktionen auch gesetzt werden. Also es ist eine Kombination aus beiden, es ist nicht ein Entweder-Oder, ganz wichtig. Dann sehe ich noch eine Frage von Christian Grimm. Ich hätte noch mal eine Frage zur aktuellen Lage. Sie konstatieren, dass wir dann 2031 eine Lücke von 15 GW haben. Haben Sie einen Überblick, wie viele Kraftwerke derzeit im Bau sind? Mir sind nicht viele bekannt, aber vielleicht kann man das mal sagen. Also auch noch mal, um den Lesern die Dringlichkeit einer Veränderung schildern zu können. Ich kann Ihnen aktuell keine Zahl nennen, das können wir gerne nachreichen. Die liegt aber nach meiner Einschätzung im unteren einstelligen Gigawatt-Bereich. Also die Lücke, wie gesagt, ist im Minimum mit allen Unsicherheiten. Und wir haben ja da schon an einigen Stellen durchaus uns ein paar auch methodische Öffnungen auch erlaubt. Ist ja 15 Gigawatt groß. Das heißt, wir reden hier über eine Lücke, die maßgeblich ist und die auf eine zweistellige Zahl von, wenn man das in klassischen zentralen Kraftwerken umrechnet, auf eine zweistellige Zahl von Kraftwerksneubauten hinauslaufen würde. Wollen Sie noch ergänzen? Genau, also alles, was uns an gesicherten Kraftwerksneubauten zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie sozusagen bekannt war, ist da bereits eingerechnet. Und es bleiben trotzdem 15 Gigawatt Leistungslücke übrig. Uns ist natürlich bekannt, auch aus der Beratungsarbeit, dass es noch mehr Projekte gibt, die ja realisiert werden könnten, zumindest noch bis 2030. Aber was denen eben noch fehlt, ist der Business Case. Das heißt, wir haben durchaus die Hoffnung, dass etwas zusätzlich reinkommt, aber eben nicht, wenn man den Status quo fortschreibt, sondern wenn man den Marktrahmen so anpasst, dass dann auch die notwendigen Anreize kommen und diese Kraftwerke hoffentlich rechtzeitig, das ist durchaus ambitioniert dann bereits, in Betrieb genommen werden können. Herr Grimm, hat das die Frage beantwortet oder wollen Sie noch? Nee, das hat meine Frage beantwortet. Mich würde dann nochmal interessieren, wie diese 15 Gigawatt, würden Sie sagen, die sind eher optimistisch? Ist das eher konservativ? Was spielt da noch rein, dass wir diese 15 Gigawatt überhaupt erreichen? Oder ist es so, dass man sagen kann, naja, die sind eigentlich, wären es wahrscheinlich nur 10? Oder ja, wie würden Sie einschätzen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir diese 15 überhaupt erreichen? Diese 15 Gigawatt sind bereits schon recht konditionsintensiv, sage ich mal. Ja. Also da muss schon bereits einiges passieren, um das Leistungsdefizit auf diese 15 Gigawatt runterzubekommen. Und was wäre das? Ja, was sind die Annahmen, die da eingehen? Das ist erstens, dass der erneuerbaren Ausbau ja so geschieht, wie er im EEG 2023 skizziert ist. Das heißt, wir reden hier bis 2030 von sehr starken erneuerbaren Ausbauten, die zwar über den Leistungskredit nur zum kleineren Teil, aber doch auch den Leistungsbedarf des Systems mit kompensieren, insbesondere im Offshore-Windbereich. Zweitens, wir müssen die skizzierten Maßnahmen zusätzlich umsetzen. Und das sind insbesondere eine Fort- und Folgenutzung der Steinkohlestandorte in Deutschland. Und das ist durchaus auch nicht etwas, was, sage ich mal, aus der Luft fallen würde, sondern was gezielt mit Maßnahmen und Instrumenten zu untersetzen wäre. Und es gibt auch durchaus noch Risikofaktoren.
der Anstieg der Spitzenlast, wie wir ihn dort skizziert hatten, könnte in der Range der betrachteten Studien auch nochmal deutlich höher ausfallen. Insgesamt, also konditionsintensiv in dem Sinne, man muss schon einiges machen, um auf diese 15 GB dann runterzukommen. Also uns war es in diesem Projekt auch, glaube ich, nachvollziehbarerweise sehr wichtig, dass wir hier nicht mit falschem Alarmismus in die Diskussion hineingehen, um den Zubau von Gaskraftwerken hier einzufordern. Deswegen war es, jetzt habe ich ein neues Wort gelernt, von der Ecke, in der Tat uns ein Anliegen, das sehr konditionsintensiv zu machen. Also sprich, dass wir sehr, sehr viele durchaus optimistische Annahmen getroffen haben und auch durchaus uns gerade was das Thema Ausstieg aus der Kohle einige Unschärfen auch erlaubt haben. Also wenn Sie sich die Studie genau anschauen, werden Sie sehen, dass mit diesen 15 Gigawatt der Kohleausstieg nicht vollständig vollzogen ist. Die Kohlekraftwerke werden weiterhin eine zentrale Rolle spielen, um die zumindest die Sicherheitsleistungen im System auch bereitzustellen. Eine Sache, die wir ja gerade auch in der letzten Woche sehr deutlich gesehen haben, wo wir eben sehr wenig, zumindest in den Abendstunden, sehr wenig Produktion von Erneuerbaren auch gesehen haben, wo die Kohlekraft uns letztendlich die Versorgung auch gesichert hat. Wenn wir solche Situationen im Jahr 2030 vermeiden möchten, dann müssen wir tatsächlich von einer größeren Lücke dann auch ausgehen. Im Übrigen deckt sich das ja auch mit Analysen, die unabhängige Institute im Rahmen der auch der großen Energiewende-Studie in den letzten zwei Jahren gemacht haben, wo wir Zahlen gesehen haben, die deutlich größer waren als die 15 Gigawatt, die eher in Richtung 25 bis 40 Gigawatt gedeutet haben. Ein Hinweis aus dem Team, die Bundesnetzagentur weist bis 2025 3,23 Gigawatt für Bau und den Probebetrieb aus. Das ist eine Veröffentlichung aus dem November 2022. Also das ist das, was bis 2025 ans Netz gebracht bekannt ist, genau. Werden soll und öffentlich bekannt ist. Genau. Ich habe noch eine Frage. Wie geht es jetzt mit dem Vorschlag weiter? Wie groß schätzen Sie auch die Umsetzungschancen oder die Chancen, dass er im politischen Prozess Widerhall findet, ein? Also wir merken sehr deutlich, Charlie Grünberg, du hast es ja auch in der Einleitung erwähnt, dass diese Diskussion, die ja bereits im Koalitionsvertrag angelegt ist, auch wieder Rückenwind bekommt, dank des mittlerweile greifenden Krisenmanagements im Gassystem, Energiesystem, sind jetzt auch, so wie wir es wahrnehmen, durchaus auch in der politischen Diskussion wieder einige Möglichkeiten entstanden, auch dieses wichtige Zukunftsthema anzugehen. Diese Lücke, wie gesagt, ist bereits seit zwei, drei Jahren intensiv beschrieben worden, durch unsere Analyse nochmal auch sehr deutlich gefestigt worden, dass wir ohne Maßnahmen hier nicht in eine Schließung dieser Lücke hineinlaufen. Von daher bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten eine intensive Diskussion rund um dieses Thema sehen werden. Und ich gehe davon aus, auch wenn man sich anschaut, mit welchen Ansätzen, unser Ansatz jetzt hier aus sich präsentiert, dass Ideen eines umfassenden Kapazitätsmarktes über Auktionen, über zusätzliche Faktoren sicherlich dann auch Einfluss finden werden in die neue Plattform, die sich mit dem Strommarktdesign dann auch auseinandersetzen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Julius Ecke. Vielen Dank, Tim Keller. Wir werden diese Diskussion, diesen Prozess weiter eng begleiten. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Teilnahme. Ansonsten, wenn noch Fragen bestehen, können Sie die jederzeit auch an uns per Mail nochmal stellen. Dann versuchen wir Ihnen da im Nachgang noch Antworten zu geben. Sie finden die Studie auf unserer Website. Einen Link finden Sie in der E-Mail, die Sie parallel zu dieser Veranstaltung bekommen haben sollten. Dort finden Sie auch die heutigen Präsentationen und die Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung. Und die Veranstaltung selbst finden Sie zeitnah auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie gesund.